Dann muss ich da wohin, wo die gerade rumstanden. Du kannst deinen Weg finden, indem du die Feral Sensors einsetzt. Hallo. Geh weg. Schrei nicht so. Er hat seinen Arm verloren. Vielleicht mag er seinen Arm. Wie ging denn das nochmal? Steuerkreuz nach oben drücken. Ach ja, genau. Und dieses blaue Gewabe, das ist deine Weganzeige, wo du hin musst. Verstehe. Ich bin ein Affe. Schmutz, ich finde das so geil. Noch ein Wasserfall. Ich gucke jetzt bei allen Wasserfällen. Also die Gewalt ist so plump, aber ich find's lustig. So, warte, wie geht das? Du musst natürlich die richtige Wand finden, an der du klettern kannst. Die da vielleicht? Wird übrigens auch mit den Feral Senses hervorgehoben. Ach, ich versuche das erstmal selber zu finden. Ja, ist auch völlig okay so. Hallo. Ich finde das so cool, wie der auf die drauf springt. Ja, das ist toll, oder? Okay, da scheint es gleich weiter zu gehen. Und Fass. Okay, hier ist keiner mehr. Ach, geht's da auch weiter? Jetzt muss ich aber erst da drüben in der Tür gucken. Vielleicht auch nicht. Mist. Aber ich kann hier bestimmt nochmal irgendwo hochhüpfen. Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht genau. Och, ich will nochmal zu der Tür. Ah, doch, da geht's weiter. Dachte ich eigentlich. Oh, nein. No. Vergeigt. Da bin ich hergekommen, aber da komme ich jetzt nicht mehr hoch. Mist! Tja. Auf die Weise hat das Spiel wieder Spielwert. Kann ich da nicht hochklettern? Nein, kann ich nicht. Schade. Okay, jetzt werden wir halt nicht erfahren, was da ist. Tja. Vielleicht ist da auch gar nichts. Was war das? Ein Dinosaurier. Ja, nicht ganz. Äffchen. Wollte gerade sagen, was war das? Da ist wieder eine Wand, die du kaputten kannst. Mhm. Aber jetzt guck ich erstmal hier draußen. Nee, da geht's weiter. Den Tipp kann ich dir schon mal geben. Da liegt einer. Ja, aber schon eine Weile. Was ist das? Das ist eine Wolverine-Statue. Okay. Sammle zwei von ihnen und du kannst neue Sachen freischalten. Okay. In jedem Level sind zwei von den Dingern versteckt. Na dann. Ich hab's nicht alle geschafft. Na. Geht's da weiter? Nein. Ja, gut. Man kämpft im Spiel übrigens nicht nur gegen Menschen. Aha. Mhm. Na, wenn er das nicht gehört hat. Wie subtil mit den blutigen Händen da hoch. Ja. Oh, Texturfehler. Ja, hab ich auch gerade gedacht. Aha. Mir ist nichts passiert! Mir ist nichts passiert! Mir geht's gut! Finde ich so super. This is Logan, checking in. Logan, still alive after a helicopter crash. Why am I not surprised? I'm at the site now, sir. The pilot's here, but he's dead. There's no sign of the rest of the team. They parachuted out, but got scattered. How's Victor, sir? Your brother's fine. Rendezvous with him at a temple north of your position. You two will rig that area with the C4 he's carrying. Roger. Goes 4-1 out.
Storymäßig ist das Spiel eine Mischung aus am Film entlanghangeln und Vergangenheitsbewältigung. Also es konzentriert sich storymäßig nicht ausschließlich auf den Film, sondern gibt dann auch diverse Nuancen dazu, was ich persönlich eigentlich ganz cool finde. Die Geschichte wird sozusagen vertieft. Verstehe. So, mal sehen, wo ich jetzt hin muss. Schnetzel, Schnetzel. Hüpp. Da lang. Nee, wollte ich doch gar nicht. Menno. Da geht's nicht weiter. Naja, noch nicht, ne? Ach ja, Rätsel hat das Spiel auch. Und jetzt musst du dich beeilen. Oh nein. Sowas hasse ich auch. Und renn. Nein! Zweimal LB drücken, dann machst du so einen Futsch nach vorne. Ah. Komm schon! Nein! Oh, Mist! Also ich muss gestehen, ich habe die Wolverine Comics nie wirklich gelesen. Ich habe die Filme gesehen und fand sie nicht schlecht, aber die Comics, keine Ahnung. Yay. Was? Ja, was für ein Hiwi? Ich finde das so geil, Bullet Time Kills. Schon wieder so ein brennender Fuzzi. Ich will dich greifen, du Arsch. Ich glaube aber nicht, dass er gegriffen werden möchte. Ja, merk schon. Ich würde übrigens dringend raten, das Dodging zu üben. Das ist wichtig. Das was? Das Dodging, das Wusch. Welches Wusch? Das nach vorne Wusch. Ja, genau, das Wusch. Ja, es gibt ja einmal das Wusch, also das, wo man mit dem grünen Gedöns. Haha, ausgewichen. Und das Doppel-LB, Wusch-Wusch. Das Doppel-LB, Wusch-Wusch. Ja, das meinte ich mit Wusch-Wusch. Das grüne Gedings, das ist Langen oder Lungen oder wie man das ausspricht. Also da ist ein Seil. Richtig. Und da ist ein Raum. Richtig. Ist jetzt irgendwas wichtig? Mach die feralen Sensoren an. Ja, Seil auf jeden Fall. Das heißt, ich gehe erstmal gucken, ob da was ist. So, genug Wusch-Wusch? Nee, hier ist nix. Platsch. Weil dieses Wusch-Wusch, das ist zum Ausweichen ganz praktisch. Oh nein. Doch. Das war jetzt nicht auf dich bezogen. Yeah, wir machen unanständige Dinge mit einem Seil. Oh yeah. Oh yeah. Ich kann mich drehen. I got the blues so bad. Ach, stell dich nicht so an. Du hast so Muckis, Alter. Stell dich nicht so an. Nein! Was ist das denn? Ich glaube, du musst rechts an das andere Seil. Was für ein anderes Seil? Weiter rechts. Ach, da. Da ist auch was zum drauf landen. Verstehe. Da auch. Oh, da ist noch ein Dogtag. Ich hab doch gesagt hüpfen, Blödmann. Ich jetzt mal. Nee. Uah. Ah. Mach nicht so komische Geräusche. Kann ich das Seilhüpfen noch ein bisschen üben. Oh, 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 oh. Das war knapp, deucht mir. Ja, aber es hat hingehauen. Deine Hose blutet. Oh nein, ich bin eine Frau. Ich bin eine Lady. Genau, Wolverine ist eine richtige Lady. Oh yeah. Das mit dem Hosenbluten und Lady hast du immer noch nicht verstanden, oder? Doch, ich hab's verstanden. Okay. Ja. Menstruationswitze fand ich nur nie so lustig. Ja, du als Nicht-Lady. Genau. No! No! Hüpf.
Ja, okay, genug mit dem Schreien jetzt. Ich weiß ja, dass es weh tut. Das tut mir viel mehr weh als euch. Ja, bestimmt. Nicht. Hey, Freunde. Du musst übrigens nicht immer bis ganz nach oben klettern. Mach ich auch. Okay. Sonst falle ich wieder runter, dann dauert das noch viel länger, als ich glaub, wenn ich bis oben kletter. Ich glaube nicht. Aber er, Freunde. Mukohapa! Keine Ahnung. Falls irgendjemand Afrikanisch spricht oder was das auch immer für eine Sprache ist, dann fühlt euch frei, es uns zu übersetzen, was die da sagen. Genau. Ich drehe immer die Kamera verkehrt rum. Das kannst du invertieren, das weißt du noch. Ja, ich weiß, ich bin so an invertiert gewöhnt. Und wenn das dann nicht der Fall ist, dann drehe ich das meistens falsch. Dann stellst du doch schnell um. Nö. Okay. Passt schon. Hey, ja. Und es lebt immer noch. Ja, der Blödmann. Jetzt nicht mehr. Chaka. Du kannst übrigens, wenn du mal den linken Startknopf drückst, also Select quasi, kannst du mal gucken, ob du dich aufleveln kannst. Bla, weil das bla, kannst du mit den Leveln. Skill Points, bla bla bla, okay. Attacks by spending blah blah leveling up, okay. Oh, du hast keine Upgrade-Punkte. Ja. Nö. I'm sorry about that. Echt? Claw Finishers. Schon wieder die Kamera falsch gedreht. X und Y, XXY. Da kannst du also munter durch die Gegend experimentieren. Das ist ganz praktisch. Oh, sieht nett aus. Ich glaube, das habe ich schon ein paar Mal versehentlich gemacht. Warum muss der dem die armen Ketten eigentlich so runterreißen? Weil es cool aussieht? Verstehe. Das ist Chili, das Schaflogik. Ich weiß, wie es in deinem Innersten aussieht. Oh yeah. Und ja, wir befürworten gewaltverherrlichende Spiele und nein, wir sind nicht für das deutsche Jugendschutzgesetz. Ich habe nicht gesehen, wo es hin muss. Benutzt die feralen Sinne. Ach, das muss bestimmt irgendwo da hinten hin. Du verlierst es, wenn du getroffen wirst. Scheiß Mist. Das klingt jetzt seltsam. Ja. That's the fuckest thing I've ever seen, what? Da muss das hin.